Hallo euch allen, da sind wir dabei, Man NFL Football. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten hier an in der Heimat des letzten Super Bowls bei den Atlanta Falcons, ja, die ja leider weit davon entfernt waren, im Super Bowl zu stehen. Aber jetzt ist es zumindest der Schauplatz unseres Solo-Battles gegen die Falcons. Und das Spiel hat mit dem Kickoff begonnen, kein Return. John Elway wieder einmal im Solo-Battle der Quarterback meines Gegners. Der, also momentan John Elway und Michael Vick so die Top-Favoriten, wenn man das mal so sehen kann. So, erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Overstorm Brave ist der Blitz, den wir spielen. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Oh, Lauf durch die Mitte. Direkt eine Riesenlücke. Johnson kommt bis an die 31-Yard-Linie. 6 Yards Raumgewinn. Walls schafft es erst, den Running Back der Falcons zu tackeln. Zweiter Versuch und 4. Ball an der 31-Yard-Linie. Oh, was für ein Hit. Jeff Heath. Aber gut den Ball kontrolliert. Fasano mit dem Catch und vor allen Dingen, wie gesagt, auch der Ballkontrolle nach diesem harten Hit von Jeff Heath. Wir haben einen ersten und 10 an der 38-Yard-Linie. Oh, da ist der Druck auf Elway zu groß. Walls kommt durch. Eben noch den Tackle gesetzt, jetzt den Sack gemacht. Zweiter und 18. Ball an der 30-Yard-Linie. Wir blitzen jetzt mit beiden Safeties, also Woods und Jeff Heath. Beide kommen nach vorne. Ich versuche den rechten Tackle der Falcons aus dem Weg zu blocken. Ah, in der gemeinsamen Arbeit zwischen Jalen Smith und die Marcus Lawrence schaffen wir es, das Laufspiel von Johnson hier zu stoppen. Jetzt haben sie einen dritten und richtig lang. Einen dritten und 19. Natürlich jetzt die Riesenchance hier, die Offense der Falcons vom Feld zu schicken. Langer Ball und der ist intercepted. Den schnappt sich Byron Jones. Wunderbar gemacht. First Down Cowboys an der 44-Yard-Linie. Ah, ich gehe mal nicht auf aggressiv beim Ball Carrier. Nicht, dass hier uns nachher irgendwelche wilden Fumbles passieren. So, wir sind 6 Yards vor der Mittellinie, an der 44-Yard-Linie. Laufspiel über die Mitte über Ezekiel Elliott. Oh, sehr schöner Spin-Move. Elliott, da hat er die Lücke. Mit einem Move legt er die komplette linke Abwehrseite der Falcons offen und ist in der Endzone. Zum Touchdown für die Cowboys. So, PATs drauf konzentrieren. Diesmal hat es geklappt. 7:0. Da haben wir doch die Interception von John Elway direkt bestraft. Der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Kneel down. Heißt, wir haben einen ersten und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen auch hier wieder mit den beiden Safeties. Das haben wir eben schon einmal sehr erfolgreich gemacht. Also, Woods und James ziehen nach vorne. Ich versuche wieder den Tackle, also die 72 der Falcons aus dem Weg zu blocken. Das gelingt zwar, aber ein ganz schneller Pass von Elway. Das war Julio Jones. Ja, genau, also die Wide Receiver Legende, einer der besten Receiver der momentanen NFL. Ein wirklich großartiger. Wer kann Spiele alleine entscheiden? 2. und 2, Ball an der 33. Schöne Play-Action. Wieder findet Elway Julio Jones. Wir beide sind an der 45-Yard-Linie. 5 Yards vor der Mittellinie. Erster Versuch und 10. Boah, wo soll Elway hin? Leighton Van Der Esch kam durch. Macht den Sack. Zweiter Versuch und 20.
Ball ist an der 35-Yard-Linie. Wow, was für ein Hit. Sehr schön. Und das war der letzte Spielzug im ersten Quarter. Wir gehen mit einem dritten Versuch und 21 für die Falcons ins zweite Spielviertel hinein. Oh, das ist eine ganz harte Nummer für Atlanta. Da ist der Druck wieder zu groß. Jalen Smith kommt durch. 4. und 28. Die Falcons müssen wieder punten. Der Drive sah ja gar nicht schlecht aus, aber wenn am Ende 4. und 28 steht, ist da irgendwas nicht so optimal gelaufen. Sanders mit dem Return. Oh, viel zu früh in den Spin Move. Der hat mich der Gunner der Falcons stark irritiert, der da verzögert hat. 1. und 10 Cowboys an der eigenen 31-Yard-Linie. Laufspiel Ezekiel Elliott. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Dann sagen wir doch meinen Jungs mal eben schnell Bescheid, dass da was kommt. Wir laufen durch die Mitte. Ah, Elliott kommt bis an die 37-Yard-Linie. 2. Versuch und 4. Wir bleiben beim Lauf durch die Mitte, diesmal aber in der Variante Inside Zone. Heißt, wir laufen auf der linken Seite zwischen Center und Guard durch. Zumindest in der Theorie. Doch, da ist eine riesen Lücke, die wir da bekommen. Und wir sind kurz vor der Mittellinie an der 49-Yard-Linie. Die Sekunden tickern hier runter. 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten hier in dieser Partie sind also angebrochen. Spielen wir mal einen Pass. Double Slants. Cooper und Johnson auf der linken, Owens auf der rechten Seite. Wir schauen mal, welche Seite sich da eventuell als die... Ja, da sind sie gut gedeckt. Im Rückwärtsfallen musste ich werfen, deswegen war da wenig Druck dahinter, aber Keyshawn Johnson schnappt sich das Ding. 2. Versuch und 1 an der 42-Yard-Linie jetzt der Atlanta Falcons. So, Halfback-Toss. Wir laufen über die Außen, parallel zur Line of Scrimmage erstmal. Und dann ziehen wir nach innen, sobald wir eine Lücke sehen. Ja, da ist doch ein Lückchen. Ah, oh, da kommt Elliott nicht in den Spin-Move. Da waren wir ja drin. An der 39-Yard-Linie haben wir jetzt einen neuen ersten Versuch und 10. Aber das Gute ist halt auch, wir sind in Bounce geblieben. Das bedeutet, dass die Uhr hier die ganze Zeit kontinuierlich weiterläuft. Wir bleiben mal wieder beim Toss. Da wäre ja gerade eben deutlich mehr Raumgewinn möglich gewesen. Wieder geht es über Elliott, diesmal aber über die rechte Seite. Und da kann er seinen Speed ausspielen. Wird an der 33-Yard-Linie jetzt ausgedrängt, damit bleibt die Uhr stehen. Das ist, glaube ich, den Falcons ganz recht, damit sie hier gegebenenfalls nachher nochmal zurückkommen können. 2. Versuch und 3. 1 Minute 8 Sekunden haben wir noch zu spielen im zweiten Quarter. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Das kann hier noch eine ziemliche Rolle spielen. Oh, sehr früher Spin-Move von Elliott, aber es war genau richtig. Kommt bis an die 20-Yard-Linie. Wir sind an der Red Zone. Oder in der Red Zone. Die beginnt hier an der 20. Der Atlanta Falcons. 1. Versuch und 10. Ja, also mein Offense-Coordinator scheint ein Riesenfan vom Toss zu sein. Über die Mitte laufen wir momentan überhaupt nicht mehr. Es geht wieder über die Außen. Elliott über rechts. Schöner Spin-Move. Kommt bis an die 16-Yard-Linie. 2. Versuch und 5. Stretch über die Außen. Also jetzt kein Toss, sondern wir gehen jetzt früher nach vorne. Die Grundrichtung bleibt aber, wir laufen wieder über die Außen. Das ist Eddie George. Ich nehme meine erste Auszeit. Ball ist an der 11-Yard-Linie. Wir haben einen 3. Versuch und 1. Wir nehmen einen Passspielzug, den Texas. Das heißt, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und Olawale. Keyshawn Johnson, schaue ich mal, ob der Austin 1 gegen 1 hat. Dann ist ja auch noch eine Variante. Die hat er leider nicht. Wir gehen auf unseren Tight End in der Mitte und fast die Interception. Puh. 4. Versuch und 1. Cam Chancellor von den Seattle Seahawks geht dazwischen. Wir probieren das Field Goal. Er ist genau in der Mitte. Perfekt. 10:0. Die Führung. 9 Sekunden haben wir noch im zweiten Quarter zu spielen.
Klar wäre ein Touchdown optimaler gewesen, müssen wir nicht drüber reden, aber da bin ich schon zufrieden mit nochmal Punkte erzielt. Wir haben jetzt ein Two-Score-Game. Atlanta kniet ab. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Heißt natürlich, vielleicht versuchen die Falcons nochmal einen langen Pass, aber nein, das ist nicht der Versuch eines Big Plays. Laufspiel über die Außen, das misslingt, minus Yards. Jetzt lassen die Falcons daraufhin auch die Uhr runterlaufen. Halbzeit, 10:0 führen wir gegen Atlanta. So, wir bekommen in der zweiten Halbzeit mit unserer Offense gleich zuerst den Ball. Sanders nimmt den Return auf in der eigenen Endzone. Läuft rüber über die linke Seite. Lässt mit einem Spin-Off den ersten Gunner, aber den zweiten nicht mehr aussteigen. Erster und 10 an der 36-Yard-Linie. So, Halfback lead dive. Wir laufen durch die Mitte. Ezekiel Elliott ist unser Running Back. Los geht's. Oh, da will er durch die Lücke. Und kommt immerhin bis an die 42-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 3. Bei die 100-Yard-Marke hat Elliott also geknackt. Ich bleibe natürlich jetzt in der zweiten Halbzeit hier sogar noch mehr beim Laufspiel. Ich will hier Zeit von der Uhr nehmen. Also möglichst immer schön durch die Mitte, damit hier nicht irgendwie wir versehentlich ins Ausgedrängt werden können. Erster und 10 an der 47-Yard-Linie, also 3 Yards vor der Mittellinie, haben wir einen neuen ersten Versuch und 10. So, Eddie George, es geht über die Mitte. Ball ist an der 48-Yard-Linie der Falcons. Wir haben die Mittellinie also erfolgreich überschritten, bleiben beim Lauf, nehmen die Inside Zone. Zweiter Versuch und 6. Und solange Atlanta nicht in der Lage ist, meine Läufe über die Mitte zu stoppen, und da sind sie momentan aber mal so überhaupt nicht. Oh, da hat Elliott eine Lücke. Das ist ein Foot Race und das gewinnt Elliott. Wir sind in der Endzone. Touchdown Cowboys, 16:0. Damit die Führung. Der PET ist unterwegs. Das sieht sehr gut aus. Es steht 17:0 für die Dallas Cowboys. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Wird nicht retourniert. Kneel down. Heißt, wir haben einen ersten und 10 an der 25-Yard-Linie für Atlanta. So, Thunder Smoke ist der Blitz, den wir jetzt hier gehen werden. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Und da geht Elway schon wieder zu Boden. Walls kommt durch. Zweiter Versuch und 19. Ball an der 16-Yard-Linie. Also wenn Atlanta hier nochmal zurückkommen möchte, müssen sie jetzt im dritten Quarter noch einen Touchdown erzielen. Sonst wird das alles zeitlich auch viel zu eng. Boah, Lauf durch die Mitte, Riesenlücke. Da bin ich echt verwundbar. Da sieht man deutlich, dass da die Top-Defense-Tackle fehlen. Dritter und 10. Letzte Minute im dritten Viertel hat bereits begonnen. Wow! Sean Lee drückt gerade das Nasenbein von John Elway in den Hinterkopf hinein. Vierter und 17, der Ball ist unterwegs. Kick geht bis an die 34-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Kommt bis an die 48-Yard-Linie der Atlanta Falcons. Erster Versuch und 10 Dallas. Laufspiel überraschenderweise durch die Mitte über Ezekiel Elliott. Boah, wo ist denn mein Fullback gerade hingelaufen? Der sollte doch eigentlich den Linebacker blocken. Ja, der hat sich natürlich gefreut, wenn da so ein Running Back mit einem sehr überraschenden Gesicht auf ihn zugelaufen kommt. 2008, Ball an der 47-Yard-Linie. Ah, Elliott wollte ausweichen, bleibt dann aber am Defense-Tackle hängen. Jetzt haben wir einen dritten und 6. Gutes Defense-Play.
Wir nähern uns dem Ende des dritten Quarters. Kriegen wir da noch einen Snap hin? Nein, das schaffen wir nicht. Es geht in Schlussviertel hinein. Dritter und sechs Cowboys an der 44-Yard-Linie. Wir nehmen einen Slant-Spielzug. Cooper links, Owens auf der rechten Seite. Wir schauen mal, wer entsprechend in der Lage ist, sich frei zu laufen. Ja, wunderbar. Amari Cooper mit dem Catch. Wir sind an der 28-Yard-Linie. Neues First Down, Cowboys. Laufspiel über die Außen. Also über die Außen heißt, wir gehen außen an der an den Linespielern vorbei. Dann aber auch schon nach vorne. Ich möchte nicht zu nah in Richtung Seitenlinie kommen bei der Geschichte hier. Ball ist an der 25-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 7. Ja, muss ganz ehrlich sagen, also die O-Line, die macht hier einen riesen Job für Ezekiel Elliott. Wir nähern uns jetzt schon dem 2-Minute-Warning. Laufspiel durch die Mitte über Ezekiel Elliott. Der hat eine Lücke und kommt bis an die 9-Yard-Linie. Also First and Goal. Bis gleich haben wir schon das 2-Minute-Warning. Das heißt, es laufen jetzt die letzten 2 Minuten hier im Spiel. Atlanta hat noch 3 Auszeiten. Sie können also 3-mal die Uhr anhalten. Wir laufen natürlich weiter. Entweder kommen wir in die Endzone zum Touchdown oder bleiben in Bounds und die Falcons müssen eine Auszeit nehmen. Es geht jetzt über Eddie George. Er kommt nur bis an die 10-Yard-Linie. Keine Auszeit genommen von Atlanta. Second and Goal. Halfback Plunk. Wir laufen über Ezekiel Elliott, über die Mitte. Boah, da hat er keine Chance. Da kommt er nicht nach vorne. Kommt nur bis an die 8-Yard-Linie. Third and Goal. 1,5 Minuten noch zu spielen. Die Uhr läuft hier weiter runter. Und die Falcons nehmen wirklich keine Auszeit. Elliott über die rechte Seite. Oh, da kommen sie aber alle. Und auch bei diesem Third and Goal nehmen sie keine Auszeit. Also das ist echt mal angenehm. Wir werden natürlich hier diese Einladung zum Field Goal dankend annehmen. Führen jetzt mit 20 zu 0. 1 Minute und 7 Sekunden sind noch zu spielen. Denn Atlanta hat noch diese 3 Auszeiten. Aber sie müssen 3-mal scoren. Also sie brauchen 3 Touchdowns, wenn sie hier nochmal zurückkommen wollen. Das ist doch relativ unwahrscheinlich, wenn wir uns die Offense-Leistung der Falcons bis dahin angucken. Erster und 10. Vollständiger Pass. Wow, und dann ein Riesen-Move. Immer noch ist der Tight End unterwegs. Wird aber erwischt dann von Xavier Woods. Aber starkes Play. Neuer erster Versuch und 10 für Atlanta. Der Ball ist bereits über der Mittellinie an der 47-Yard-Linie. Da kommt der Druck auf Elway. Peyton Fender-Esch letztendlich mit dem Sack. Wir haben einen 2. und 15. Und das kostet jetzt richtig Zeit, bis sich ja alle Receiver wieder an der Line of Scrimmage aufgestellt haben. 1 Sekunde stehen bleiben, dann erst kann der Snapper folgen. Und das ist direkt der nächste. Der nächste Sack aus Leighton Fender Esch, 3. und 23. Und jetzt nehmen die Falcons von Dan Quinn eine erste Auszeit. Der Ball in den Rücken geworfen von Julio Jones. Dann kann auch ein Julio Jones so ein Ding nicht fangen. 4. und 23. Und den spielen sie aus. Das finde ich eine enorm sportliche Ansage. Ball ist an der 40-Yard-Linie von Atlanta. Elway wirft lang und er wird intercepted. Wieder ist Jeff Heath. Greift zu. Und wir kommen an der 49-Yard-Linie der Falcons nochmal mit unserer Offense aufs Feld. Da wird aber jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel passieren. So, Elliott läuft über die rechte Seite. Schöner Spin-Move, noch ein schöner Spin-Move, nochmal ein First Down. Ball ist an der 39-Yard-Linie. Das heißt, wir dürften jetzt gleich hier das letzte Play im Spiel sehen.
Wir laufen noch einmal über Elliot über die linke Seite. Da lässt er nochmal Leute aussteigen. Und kommt sogar noch einmal in die Endzone. Sehr schöner Block vom Titan. Ich glaube, das war Jarwin, der dann noch einen Cornerback weggeblockt hat. So, der PET Attempt. Den schicken wir auch auf die Reise. Der ist gut. Ja, und damit steht der ganze Spaß bei 27:0. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.